Christopher Robin Worrell wurde 1954 in Australien geboren. Worrell saß gerade eine Haftstrafe wegen Vergewaltigung ab, als er in der Haft den viel älteren James Miller kennenlernte. Die beiden Männer führten nach ihrer Entlassung eine kurze Beziehung, doch Worrell bevorzugte Frauen, wodurch er und Miller Freunde blieben. Am 23. Dezember 1976 lasen Worrell und Miller eine 18-Jährige mit dem Auto auf. Der Jüngere der beiden parkte, während der Ältere sich vom Auto entfernte. Bei dessen Rückkehr war die junge Frau tot. Miller half die Leiche zu verstecken und beide Männer gingen am nächsten Tag zur Arbeit, als wäre nichts geschehen. Im Januar 1977 starben zwei weitere auf ähnliche Weise und im Februar desselben Jahres sogar 5 Frauen und junge Mädchen. Doch die Mordserie endete, als am 19. Februar desselben Jahres Christopher Worrell zusammen mit seiner Freundin bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Es kam zu keinen weiteren Morden und James Miller lebte sein einfaches Leben als Arbeiter weiter. Doch mehrere der ermordeten Frauen und Mädchen wurden gefunden, was später, am 23. Mai 1979, zu Millers Verhaftung führte. Er behauptete, lediglich als Chauffeur Worrell geholfen zu haben und sei häufig mit einem Messer bedroht worden. Auch behauptete er von sich, er habe versucht, einige der Morde zu verhindern. Die Opfer waren stranguliert worden. Beim letzten Opfer, welches vergraben worden war, wurde sogar vermutet, dass sie noch lebte, als man sie vergrub. James Miller wurde am 12. März 1980 zu 35 Jahren Gefängnis verurteilt. Er starb nach 28-jähriger Haft am 22. Oktober 2008.